Äthiopien ist auf Platz 173 des Human Development Indexes. Der primäre Sektor dominiert die Wirtschaft. Das Bevölkerungswachstum ist groß, der Wohlstand allerdings beschränkt sich auf einige wenige. Besonders in den Dörfern ist das Leben wie vor 200 Jahren in Europa. Mekeri ist ein kleines Dorf in der äthiopischen Amhara-Region. Hier gibt es kein fließend Wasser oder Strom, geschweige denn Internet oder Fernsehen. Hier lebt Emebet. Sie ist 14 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrer Halbschwester bei der Mutter. Ihr Tag beginnt früh, denn sie kann zur Schule gehen. Zuvor frühstückt sie und wäscht sich anschließend. Bevor sie zum Unterricht geht, muss sie noch im Haushalt helfen. Es geht los in die Schule. Sie geht zu Fuß, denn Busse und Bahnen gibt es nicht. Auf dem Marktplatz sitzen viele Menschen, denn Jobs gibt es hier auch nicht. Emebet geht in die 5. Klasse. Sie ist eine aufmerksame Schülerin und ihr Lieblingsfach ist Physik. Auch in den Klassenräumen gibt es keinen Strom. Eines Tages kamen Entwicklungshelfer und versuchten, das Problem zu lösen. Sie stellten einen Dieselgenerator auf. Nach 100 Stunden war jedoch der Sprit leer und das Gerät steht seitdem nutzlos auf dem Schulgelände. Auch wurde eine Stromleitung bis in das Dorf gelegt. Doch dann realisierten die Verantwortlichen, dass die Menschen in Mekeri kein Geld für Strom haben. Also endet das Kabel nun auf einem Acker. Nach der Schule geht Emebet dreimal die Woche zum Brunnen, um Wasser zu holen. Dann schleppt sie die Wasserkanister zu verschiedenen Familien im Dorf. Umgerechnet erhält sie dafür 80 Cent im Monat. Ein kleiner Verdienst. Wenn Emebet nach Hause kommt, versucht sie zu lernen. Später möchte sie unbedingt Ärztin werden. Wenn ihre Noten weiterhin besser werden, ist das sogar möglich. Doch die Zeit zum Lernen ist manchmal knapp. Die Familie benötigt Geld und auch die Kinder müssen mitverdienen. Seit die Familie durch den Verein Hamburger mit Herz unterstützt wird, gibt es wieder eine Perspektive. Zweimal im Jahr wird der Geldtransfer durch ehrenamtliche Mitglieder über Sponsoren organisiert, um sicherzugehen, dass das Geld zu 100% bei den Paten ankommt. Das soll ich nicht.
Von diesem Geld konnte die Mutter ein Schaf kaufen. Dadurch hat sie Wolle, welche sie zu Garn verarbeiten kann. Zusätzlich verkauft sie Kaffee, welchen sie mühselig von Hand herstellt. Tagsüber wird die Solarlampe geladen, denn um 18 Uhr wird es schnell dunkel. Dank der Lampe kann Emebet auch nach Anbruch der Nacht noch weiter lernen. Wenn sie sich anstrengt, wird sie in ein paar Jahren in der Stadt Bahadar studieren können. Ihre Paten von Hamburger mit Herz unterstützen sie bei ihrem Ziel. Thank you.